Bolaños Frau Carolina Lopez in der Wohnung, in der der Schriftsteller bis zu seinem Tod gelebt hat. Wenn Sie es genau betrachten, ist alles korrigiert. Man sieht an der Handschrift, dass dieses hier aus einer Zeit und dieses andere, schwarze, aus einer anderen Zeit stammt. Roberto besaß eine solche Geistesgegenwart, alles, was er hinterließ, noch einmal durchzugehen. Das hat mich persönlich wirklich sehr stark überrascht. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Das habe ich in allen Heften vorgefunden, selbst in den ältesten Heften. Sie sind alle überarbeitet. Die Kritiker haben ja die Theorie, nicht wahr, dass das Embryo seines späteren Werks viel früher zu finden ist. Diese Hefte stammen aus den 70er Jahren. Ich habe das aber in allen Heften gefunden. Ich weiß nicht, ob in jedem Einzelnen, aber man entdeckt, dass er sie immer wieder überarbeitet. Das ist erstaunlich. Hier sieht man eine gewisse Handschrift. Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben. Und das ist das letzte Heft von Roberto, das er mit sich trug, kurz bevor er starb. Schauen Sie sich die Handschrift hier an. Und wenn Sie sie mit den Korrekturen vergleichen, ist es eine andere Schrift. Dazwischen liegen viele Jahre. Juan Villoro, mexikanischer Autor und Freund von Bolaño. Roberto war ein geborener Polemiker. Es gefiel ihm außerordentlich gut, eine andere Meinung zu vertreten. War man mal mit ihm einer Meinung, änderte er sie rasch, um auf diese Weise alle Möglichkeiten eines Themas auszuschöpfen. In den wilden Detektiven zum Beispiel tauchen Themen auf, die die Figuren aus ganz unterschiedlichen Perspektiven behandeln. Er liebte das Rhetorische, glaube ich. Er hatte dabei großen Spaß. Und darüber hinaus konnte er sehr gemein sein. Er hatte einen außerordentlichen Sinn für Humor und große Ironie und war, wie alle großen Polemiker, jemand, der immer Recht haben wollte, obwohl er ständig seine Meinung änderte. Enrique Vila Matas ist Schriftsteller. Bolaño war ein guter Freund. Es gefielen ihm Dinge, die mir auf den ersten Blick schrecklich vorkamen. Ich dachte, wie kann ihm das bloß gefallen? Dann erinnerte ich mich aber an etwas, was er mir einmal gesagt hatte. Nachdem er als Jurymitglied an einem literarischen Wettbewerb teilgenommen hatte, nämlich, dass die besten Werke diejenigen von Autoren waren, die noch nie geschrieben hatten und die auch nicht schreiben konnten, die aber trotzdem interessante Dinge zu erzählen hatten. Die professionelleren Schriftsteller hätten dagegen sehr wenig zu erzählen. Sowas hatte ich noch nie gehört und es gab mir zu denken. Denn es stimmt ja, sehr viele Menschen haben eine Geschichte zu erzählen, ihre eigene Lebensgeschichte. Doch es fehlen ihnen die literarischen Ausdrucksmittel. Und genau deswegen konnte er in schlechten Werken Tiefsinniges und Interessantes finden. Zu etwas taugten sie jedenfalls. Das war für mich eine Lektion in Bezug auf das Lesen. Ich identifiziere mich jetzt mit ihm in dieser Sache. In jedem Buch wird es immer etwas Interessantes geben, so schlecht es auch sein mag. Es sei denn, wir bewegen uns im Bereich einer Isabel Allende oder Paulo Coelho, in denen ich nichts zu finden glaube, weil ich diese Texte so nicht lesen kann. Doch in jedem Buch, auch in dem eines unbekannten Anfängers, werde ich früher oder später, glaube ich, etwas finden, das mich interessieren wird, das für mein eigenes Schreiben von Interesse ist. Bolaños wichtigstes Buch mit dem Titel 2666 erschien im Jahre 2004. 2666 ist gewissermaßen ein unvollendeter Roman, weil wir nicht wissen, wie Roberto Bolaño ihn stilistisch vollendet hätte. Wir beide haben uns oft über seine sprachliche Ausgestaltung oder Textur unterhalten, denn es war etwas sehr Kompliziertes bei so einem umfangreichen Buch, das etwa das Ausmaß von Tolstois Krieg und Frieden hat. Trotzdem glaube ich, dass es ein vollendetes Werk geworden ist. Auf der Ebene der Handlung und des erzählerischen Impulses, der bei Bolaño so außerordentlich vital war. Es hätte vielleicht einige kosmetisch-atmosphärische Änderungen gegeben, doch die Handlung ist grundsätzlich die, die er schreiben wollte und die mit dem Wort Mexiko zu Ende geht.
Es ist außerordentlich interessant zu verfolgen, wie es ihm in den 5 Teilen des Romans gelungen ist, vollkommen unterschiedliche Realitäten wiederzugeben. Der Roman spielt teilweise während des Zweiten Weltkriegs an der russischen Front, aber auch in den gewaltgezeichneten Straßen der Vereinigten Staaten. Und dann in Mexiko der Morde von Juárez, für die er auf das dokumentarische Material von Sergio González Rodríguez zurückgriff, dem Autor von Knochen in der Wüste, der bei Bolaño als Ermittler in seinem Roman auftaucht. Ein Roman mit vielen Schauplätzen, der von Migration handelt. Eines der ersten Werke, glaube ich, die der globalen Realität des 21. Jahrhunderts Rechnung tragen. In diesem Sinne ist es ein totaler Roman. Nicht nur wegen der unglaublichen Anzahl von Themen, die er behandeln will, sondern auch wegen des Eindrucks, den man hat, dass hier etwas gleichzeitig an vielen Orten vor sich geht. In diesem Sinne handelt es sich, glaube ich, um eine der ersten großen Sagen der globalen Literatur. ¿Estamos grabando? Sí. ¿Ya?